wünsche den Knelingern immer frische, knackige Ware. Sieht richtig toll aus, was man bis jetzt schon sieht. Und viele feine Leckereien, die es hier noch an den anderen Ständen gibt. Und hoffe, dass das einfach dann in Knelingen auch sehr gut funktioniert. Also herzlichen Dank an die Ämter, die alle mitgearbeitet haben. Herzlichen Dank auch schon an den Musikverein, der uns jetzt da gleich noch ein bisschen in Schwung bringt, hoffentlich. Und herzlichen Dank auch an den Bürgermeister Herr Stapf, der jetzt gleich noch ein paar Worte an Sie auch richtet. Vielen Dank. Knelinger wieder und Knelinger, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal beim Musikverein Knelingen für die musikalische Einleitung und natürlich bei der Frau Hellmann, der zweiten Bürgervereinsvorsitzenden, die hier schon eigentlich das meiste gesagt hat, aber wir sind gut eingespieltes Team, sind sogar wohl als Ehepaar interpretiert worden. Für mich natürlich eine Ehre, Frau Hellmann, keine Frage. Ja, ich glaube, es war eine schwere Geburt, eine lange Geburt, die Facelifting hier vom Elsässer Platz, aber trotz allem hat es sich gelohnt und es ist halt manchmal so, wenn man so einen städtischen Prozess anguckt, dann ist das wie ein großes Rad, dann denkt man manchmal, das bewegt sich gar nicht, aber man täuscht sich meistens, es bewegt sich doch. Und das Gute ist, es geht immer weiter und nach langer Zeit sind wir jetzt fertig geworden und wenn ich mir das anschaue, dann neue Aufpflasterung, die Haltestelle hergerichtet. Dann zeigen wir jetzt dann auch, während die Bäume auch wachsen und dann wird der Bodenplatz sicherlich noch schöner sein, als er jetzt schon ist. Und ist natürlich auch ein wunderbarer Anlass, heute den Markt wieder zu eröffnen, erweitert wieder zu eröffnen. Das war eine Initiative und da komme ich jetzt dazu, noch ein paar besonders wichtige Leute zu begrüßen. Initiative von der Stadträtin Müllerschön, die gerade mit ihrem Engele aufs Karussell geht, das er auch noch selber organisiert hat. Ne? Das kommt nämlich vom Hofgut Maxa-Hute. Also eine Initiative war es, den Markt zu erweitern. Das ist nämlich nicht nur Samstag morgens, sondern jetzt auch noch Freitagmittags bis um 7 Uhr heute Ohrenmarkt. Weitere Stadträtin ist die Frau Wiedemann, die zu uns gekommen ist und nicht unerwähnt lassen möchte, wenn ich jetzt auch nicht mehr sehe, der Altstadtrat Michael Kunz. Die meisten nennen ihn allerdings Huni. Ja. Das sind also die Honoratiorinnen und Honoratioren. Natürlich ist es auch so, die Ämter, die hier gewirkt und gearbeitet haben, sind auch hier und freue mich, begrüßen zu können, der Leiter des Tiefbauamtes, Herrn Schönbeck, stellvertretender Leiter des Gartenbauamtes, Herrn Weindl und natürlich meinen Herrn Braunbusch, der sich im Hintergrund hält. Bei so vielen großen Tieren fehlt nur noch Frau Hegel vom Zoo. Ich danke allen und natürlich nicht nur den Herren, die jetzt stellvertretend da sind, sondern all jenen, die mitgearbeitet haben, diesen Platz neu gestaltet haben und damit eben auch wieder die Möglichkeit schaffen, unseren 17. Wochenmarkt, so viel haben wir nämlich in Karlsruhe, wieder zu eröffnen, erweitert wieder zu eröffnen. Ich glaube, er wird insgesamt auch ein bisschen größer werden. Das Angebot wird sich vergrößern. Unsere Wochenmärkte sind wichtig, gerade für die Stadtteile, für die Versorgung der Stadtteile mit guten, leckeren Produkten. Und soweit ich das sehe, ist es auch heute wieder so. Regionale und saisonale Produkte natürlich beim Obst- und Gemüsestand, aber längst angereichert in ganz Karlsruhe, zum Beispiel durch türkische, italienische oder französische Spezialitäten. Also meine lieben Knelingerinnen und Knelinger, gehen Sie auf den Markt, anschauen, ist zunächst mal sicherlich auch eine Freude, aber richtig schön wird es erst auch für die Händler, wenn sie dann auch einkaufen. Und dann kommen die Händler auch gerne wieder, wenn sie immer ihre Tasche füllen mit deren Produkten. Und dann hat der Markt auch eine Zukunft, die ja sicherlich genauso verdient, wie Sie aus Knelingen es verdienen, so einen Markt zu haben. Heute eine besondere Attraktion sind hier die Köche, der Verein der Köche Karlsruhe. Die kochen umsonst Schweigecremesuppe, gell? Und nehmen aber gerne kleine Spende für einen guten Zweck. Also wenn man zwei angenehme Sachen miteinander verbinden will, hier ist die Möglichkeit. So,
Jetzt sind Sie sicherlich nicht gekommen, um mir zuzuhören, sondern um ein bisschen zu feiern und hoffentlich auch die ersten Einkäufe zu erledigen. Ich gratuliere Knielingen zu der Neugestaltung des Elsässer-Platzes und der Wiedereröffnung des Wochenmarktes und wünsche Ihnen alle bei diesem herrlichen Wetter viel Spaß. Dankeschön. Thank you.